Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Das letzte Mal haben wir die Salamandra getroffen, ein paar von ihnen ausgeschalten und hier drinnen ein paar Rüpel auseinandergenommen. Und ich habe jetzt eine Weile lang nicht mehr gespielt. Muss jetzt erstmal kurz bei den Quests gucken. In der Vergangenheit ist das da. Nee, wir wollen jetzt. Oder ist das genau hier? Wer bis jetzt da runter? Da waren wir doch schon. Da haben wir doch schon. Naja, egal. So, dann gehen wir jetzt da runter. Und kümmern uns um die bösen Leute da. Die gefallen mir nämlich gar nicht. So. Dürfen wir wieder diesen Weg hier runterlaufen? Das haben wir natürlich. Machen wir natürlich sehr gerne. In der Nacht, das ist auch noch der falsche. Da hinten läuft wieder so ein komisches Affendingens wie. Ne, ist eine Katze. Okay, hab nichts gesagt. Oder laufen die noch na, nur nachts rum oder so? In der Nacht ist natürlich dieser Weg auch echt doof. Da ist es halt. Da ist dieser Weg echt nicht mehr spaßig. Und ja, durch die ganzen Wölfe ist er echt nervig. Naja, wir laufen jetzt erstmal hier. Wieder mal zwischen den Feldern und den sowohl verlassenen Hütten rum, kommen wir jetzt zu dem Versteck der Salamandra. So, bis jetzt noch mal kämpfen. Nö. Gehen wir nochmal in das Haus rein. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht mal in die Höhle rein. So. Nur hier ist dann irgendwo noch mal ein Ort, der macht, dass wir nicht erschrecken, so wie immer. Was ist denn hier noch drinnen? Wer hat da eine Fackel? Eine Fackel bräuchten wir echt. Genau, das ist der Kreis, ist eben wegen Wanderers. Den können wir auch noch mal schnell aktivieren. Dann drücke ich, bevor wir reingehen, noch mal schnell mal diese Taste hier, weil ich glaube, ist recht praktisch und wir gehen da jetzt rein. Da vorne steht auf jeden Fall jemand. Weiter. Auf jeden Fall ist die Höhle auch nicht so dunkel. Das ist Abigail. Neue Region betreten. Ach, der Abigail. Hier ist der Fall. Ah, guck mal, hier kann man bestimmt Alchemie machen. Oder? Starker Alkohol, okay. Ein Trank für Triss. Ach so, ja, den haben wir schon lange. Okay. Ja, wir brauchen nee, komm. Verlassen, ja. Wir reden jetzt mit Abigail oder Abigail. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexer? Warum nicht? Warum seid ihr hierher gekommen, Hexer?
Okay. Gehen wir nochmal weiter. Ah, ne, hier geht's zum Ausgang. Geht's da. Korridor. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nochmal hier lang. Zu sehen, ob hier was ist. Ja, hier geht's auf jeden Fall weiter. Aber ja, wird uns derzeit der Weg versperrt und hier kommen wir auch nicht weiter. Gut zu wissen. Da gehen wir auch wieder raus erstmal. Muss erstmal kurz was wegmachen. Sonst stört mich das im Augenwinkel so. Also nicht wundern, jetzt bin ich wieder in-game. Warnung für ein paar Sekunden. Deutsch hat's geleckt, ich habe noch schnell was gemacht. Manche Töne sind echt strange in dem Spiel. Jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. So, dann laufen wir hier aus der Höhle wieder raus. Na, 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 na. Falsches Spiel. Wir machen es hier nochmal. Hallo? So. Wusch. Bringt nichts. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus. Genau. So. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier was kaputt gemacht haben. Aber zumindest geht es hier gerade nicht weiter. Jetzt ist die Tür hier verschlossen. Tür, verschlossene Tür. So, hier zeigt der Punkt. Salamandra versteckt, das ist hier. Die Kisten sehen aus wie Harens Waren, die ich vor den Ertrunkenen gerettet habe. Dieser Bastard treibt Handel mit den Salamandra. Jetzt gehen wir hier in so eine Höhle. Da komme ich nicht rauf. Ich brauche einen anderen Weg hier raus. Speichern. Oh, das war das Schwert raus. Ja. Und das war der Zwischensequenz. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Yavets Überzeugungskraft. Ja, lass mal hier. Ist Azar Yavet. Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Visima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf her! Bastard! Wow, das... So. Das war schön ausgewichen. Hat der andere mal näher kommen?
Okay, Mama. C. X. Nein. Dein Tod. Uff. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vizima gebracht. Nach Vizima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Erstmal das hier. Ohren. Super. Buch des Waldkauts. Waldkauts. Und Ring. Können wir ja alles mitnehmen. Erste Schatztruhe. So, hier ist viel Geld drin, das gefällt mir natürlich. Ja, alles mitnehmen, würde ich sagen. Überreste. Ich hatte nicht viel. Ich hatte gar nichts. Okay. Alvin, Kind. Das ist eine Kiste. Warte, dann machen wir das mal so. Was kann man jetzt mal eben essen? Das kann man essen. So, dann warten wir nochmal kurz. Lalalala, laufen wir 4 Schritte. Und essen es. Gleich nochmal. So, dann haben wir noch einen Inventarplatz. Können wir mir hier sortieren. Ringmilch. Oh, und die Honigschwabe. Und was kümmern wir? Ist aber doch was hier? Das erstmal dann noch. Erstmal warten. Lalalala. So, dann können wir hier nochmal schnell alles nehmen. So. Inventar, was ist das? Ein Stück eines blauen Meteoroids aus dem ein Schwab. Okay, für ein Schmied. So. Traum. Noch irgendwas? Das ist eine kleine Axt. Und dann essen wir gleich nochmal so eine Weintraube. So. Da kriegen wir gleich noch mehr Essen. Ach, die Wand. Ja, die Wand sieht etwas dünn aus. Folgt mir. Nee, folgt mir. Da hinten sind da noch mehr. Ah. Ah. So, das erklärt vieles. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt.
Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Nicht nötig. Ich spreche mit den Dörflern. Was ist... Warte. Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Entscheidet euch. Okay, also wir müssen jetzt sehen. Erstmal mit den ganzen Leuten. Okay. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod! Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage, Haren? Sie machte mich zum Hafka. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Treu warst du ihnen ja nicht. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Es heißt ja, die Menschen haben das herbeigerufen. Die Entscheidung ist ja... Letztendlich haben die selber ja mal Schuld dran. Weil eine andere schlimme Tat, also eigentlich sind ja beide Parteien gewisse Schuld dran. Weil eine schlimme Tat, also seine eigene schlimme Tat, begleicht ja nicht die eines anderen. Also quasi, sie hat sie vergewaltigt und die eine hat ihr dazu geholfen. Na gut, ob das jetzt schlimm ist für die, weiß ich nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen meine ich eher, dass die schuld sind und nicht Abigail. Das wird jetzt zu dem Kampf auflaufen.
Doch was für ein Kampf, das sehen wir beim nächsten Mal.